Zeit. Ich mache mittlerweile jahrelang diese Reactions hier auf YouTube. Und es gibt nicht mehr viel Momente, die mich echt catchen, die mich erfreuen lassen. Es gibt nicht viel News, die mich irgendwie glücklich stimmen oder sowas. Aber wenn Genetik sagt, hey, am Donnerstag kommt ein neuer Song, nach so langer Abstinenz wieder der Musik. Ich meine, wann kam das letzte Ding raus? Letztes Jahr irgendwann? Keine Ahnung so. Schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann. Freue ich mich extrem. Die Brüder gehen auch jetzt, glaube ich, den Monat auf Tour. Ich glaube, der erste Halt ist sogar in Stuttgart. Real Talk, der hätte ich eigentlich hingehen müssen. Aber auf so Live-Auftritte kann ich einfach nicht gehen. Du lügst, heißt das neue Ding. 3 Minuten 11, Like und Supporters, come on. Produziert ist der Bums, standardgemäß. Von Sick, schöne Grüße gehen raus. Und so wie es aussieht, haben die Brüder neue Masken, oder? Aber ich glaube, nee, Kappa hat eine andere wie Sick an. Neues Intro oder was? Ich fand das eine mit dieser weißen Taube super, super nice. Jetzt haben wir hier so eine Art Hufeisen mit Genetik in der Mitte und dann irgendein so ein Symbol. Chat, weiß jemand, was das für ein Symbol ist? Oder ist es einfach sowas Randommäßiges so? Soll das keine Bedeutung haben? Aber neues Intro hat was, sag ich so, wie es ist. Und jetzt auch die ganz große Frage. Ich habe mich bezüglich des Songs nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, ob das Ding oldschool so Kintsugi-mäßig wird. Dieses Bap, Bap, Bap. Digga, Kintsugi auf dem letzten Album. Junge, Junge, Junge. Also generell das letzte Album wieder 1A, ne? Sahne gewesen. Real Talk, jeder Song krass gewesen. Aber Kintsugi, wow. Ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht oder ob das irgendwas Neueres wird. Wer weiß. Wow, 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 wow. Was ist denn eigentlich an dem Gerücht dran, dass die bald ihre Masken entfernen und somit ihre Gesichter lüften und ihre Identität enthüllen? Ist an dem Gerücht irgendwas dran? Ich glaube nicht. Ich habe das mal gehört so, aber ich glaube nicht, dass daran was dran ist. Weil überlegt euch mal, Genetik jetzt schon so viele Jahre im Deutschrap-Game und jetzt sollen sie irgendwie ihre Identität preisgeben so. Ich meine, die sind einer der wenigen, die im Supermarkt einfach noch normal einkaufen gehen können. Klar, bei Kappa hörst du es vielleicht ein bisschen an der Stimme, dass es Kappa sein könnte, weil ich finde, die Stimme sticht schon raus, aber Sick, Digga, der kann bis heute immer noch normal in den Supermarkt einkaufen gehen. What, Digga, das sieht da crazy aus. Oh, yeah, bro. Wow, Sick ist schon groß, Real Talk, dicker, dicker, dicker. Sick ist schon groß, ganz kurz, die Drill Wave hat auch Genetik erreicht. Genetik auf Drill, Fragezeichen, Chat, ja, so, das frage ich mich auch gerade. Genetik auf Drill? Ich hätte jetzt so Kintsugi, Oldschool, Boombap-Ding, sowas ordentliches mit richtig Swing, so ein Kopfnicker-Ding erwartet. Und jetzt kommen die nach so langer Zeit mit einem Drill-Ding um die Ecke. Drill hat die beiden Brüder auch erreicht. Endlich, tatsächlich. Unglaublich krass. Hätte man mir vor einem Jahr erzählt, hey, Genetik wird irgendwann auf Drill rappen. Ich hätte gesagt, niemals. Genetik jetzt auf Drill? Ich bin sehr gespannt, wie Kappa float, ohne Witz. Du lügst, ha. Sie haben dich gesehen, ich weiß, du lügst. Oha. Du kannst reden, doch die Augen lügen nie. Ha. Ganz geil, dass er mit diesem Schlagwort du lügst, einsteigst, einsteigt, wisst ihr, ich mein? Du lügst, richtig nice irgendwie. Ich weiß, du lügst, Treuer. Du kannst reden, doch die Augen lügen nie. Okay, es kommt ganz nice, aber ich merke jetzt schon, ich muss mich brutal dran gewöhnen. Nicht an Genetik, weil die höre ich privat rauf und runter, links, rechts, oben, unten, Real Talk, ganz, ganz krass. Also Genetik mit OG Kimo und Lars, diejenigen, die ich privat unglaublich krass pump und feier und höre, von allem. Also von dem ersten Album an bis zum letzten Album, geisteskrank. Aber ich muss mich einfach an Drill hier gewöhnen bei den Brüdern, ohne Witz. Ich muss mich einfach dran gewöhnen. Aber der Beat ist geisteskrank, der Beat ist geisteskrank, Real Talk. Okay, wir gehen jetzt direkt mit der Hook rein, oder was? Okay, die Hook ist jetzt schon, also wenn man bedenkt, okay, jetzt kommt die Hook und am Ende kommt nochmal die Hook, dann nimmt die Hook schon relativ viel Platz vom Song ein. Ich habe kein Problem damit so, ne? Aber ich glaube, viele Genetik-Fans wollen wieder dieses alte Ding, so dieses roughe Ding mit so Oldschool-Samples, mit bisschen Boom-Map, dies, das, mit längeren Songs so. Und ich denke schon, der Song geht hier quasi schon über 3 Minuten. Allerdings ist es schon eine relativ lange Hook, oder? Verraten und verkauf, sag für wie viel. Okay, ich lüge auf jeden Fall, hat mir jetzt schon 8-mal gesagt oder sowas. Hook, ganz cool. Sie steigen auch hier direkt mit der Hook ein, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, catcht auf jeden Fall, die Hook catcht und man merkt auf jeden Fall, man geht direkt irgendwie in den Refrain rein. Ich hätte den ersten Refrain hier nicht nochmal wiederholt, wisst ihr, was ich meine? Also wir haben jetzt A- und B-Hook quasi, die jetzt über 8 Takte oder so gehen, keine Ahnung. A-Hook, 8 Takte,
B-Hook 8 Takte und die B-Hook hätte ich weggelassen erstmal und am Ende vielleicht noch eine längere Hook gebracht, so, aber gut, hey, glaube, die haben auch einen neuen Producer im Team, echt jetzt? Das würde auf jeden Fall dieses Drill-Ding irgendwie erklären, weil, Digga, Sick kann alles und ich traue Sick auch das zu, real talk, aber ich glaube, Sick mag das generell nicht, sowas zu produzieren, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, Digga, weil bis jetzt, wir haben immer nur so Oldschool-Sachen gehört, so richtig schöne Sachen, manchmal auch so Trap-Sachen, wie zum Beispiel Space Funeral oder sowas, auch einer meiner Lieblingssongs, aber neuer Produzent im Team schadet nie. Meine Welt voll Schlangen, die Grube tief, ich jump rein, mach kurzen Prozess, Blut fließt, deine Spritze auf die Patek Diamonds im Chat, sag, wer ist next? Digga, wie er reinkommt, Bro, direkt nice und er rappt auf Drill auch direkt, als ob er nie auf was anderes gerappt hätte, real talk. Genetik, kleiner Fun Fact, Genetik hat auch den einzigen Song, den ich jemals mit einer 10 von 10 bewertet habe. Damals bei der Albumreaktion auf Fuck Genetik, glaube ich, auf dem Album war der Song Diamant. Das ist bis heute mein Lieblings-Deutschrap-Song aller Zeiten. Wer den noch nicht gehört hat von Genetik, check den auf jeden Fall gerne ab. Diamant, da kannst du nur den Kopf schütteln. Real talk. Okay, ich hab die Facts, gibt kein Versteck. Im Gegensatz zu dir ist die Nina echt. DJ. Auch nice, im Gegensatz zu dir ist die Nina echt. Und er sagt Nina auch so wie OG Kimo. Rag auf meinem Kopf sitzt wie eine Krone, Nina ist mein Zepter. Ich trage kein Hermelin, sondern Kevlar. Lila hält mein Messer scharf. Digga, OG Kimo auch krass. Aber er betont hier die Nina, die Nina, seine Waffe, auch so wie OG Kimo. Ich habe das so noch nie gehört, dass man die Nina oder die Waffe eben mit Nina so betont. Macht natürlich schon Sinn, aber diesen Wortlaut kenne ich so nur von OG Kimo. Bro, Digga, das hat Power, Bro. Also ich habe ja einiges erwartet schon wieder, ne? Aber wo ich dann Drill gehört habe, ich gedacht, okay, hey, vielleicht muss ich meine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, einfach weil wir Genetik so noch nie auf so Drill gehört haben. Aber Bruder, tut mir mehr weh als dir, es bricht mein Herz, doch ich zeig niemals Schwäche. Jetzt! Die erste Chance ist die letzte. Achso, ich hab zu weit vorgespult. Ah, Bro. Digga, er ist so tight drauf. Die erste Chance ist die letzte. Gott mag dir verzeihen, ob mir auch weiß ich nach der Messe. Du lügst. Was ist so, was sind diese Adlibs drin? Ich glaube, das ist auch irgendwie italienisch, oder? Also er ist ja Italiener, Kappa, oder? Gehe ich mal stark davon aus. Was sind das für Adlibs hier? Ob mir auch weiß ich nach der Messe. Jula, was ist Jula? Was bedeutet Jula oder ist es... Doch, es muss ja fast italienisch sein. Jula sagt mir sonst überhaupt gar nichts eigentlich. Oder ist es einfach nur so irgendein Adlib? Manchmal haben ja Adlibs keine wirkliche Bedeutung. Aber Jula hört sich auch schon irgendwie italienisch an, oder? Sie haben dich gesehen, ich weiß, du lügst, Treuer. Du kannst reden, doch die Augen lügen nie. Auch Treuer, wie er hier gerade betont hat, ist Adlib. Treuer ist auch wahrscheinlich auch irgendwas Italienisches, oder? Und so wie es aussieht, haben wir noch irgendwie so einen zweiten Part. Ich habe mich irgendwie verkalkuliert, kann gut sein. Wir haben dreimal Hook, zweimal Part, denke ich. Verraten und verkauft, sag für wie viel. Du lügst, du lügst, du lügst. Chat, was haltet ihr von den neuen Masken? Oder ich glaube, die sind nicht komplett neu. Ich glaube, das Vorderteil ist gleich geblieben, nur dieser hintere Kranz, diese Diamanten sind neu, ne? Passend zum Thema Diamant. Verraten und verkauft, sag für wie viel. Du lügst, du lügst, du lügst. Okay, wir wissen immer noch nicht, wen damit du lügst meinst. Bro, Troja heißt auf Italienisch. Okay, perfekt. Wahrheit tut weh, komm tu mir weh, so viele Hyänen, seh sie auf meinem Weg. Warum durften die eigentlich in meiner Garage ohne meines Wissens drehen? Wie sind die überhaupt in meine Garage reingekommen? Das sind alles meine Autos. Kriegen wir da noch eine Aufklärung? Ich hab die nicht in meine Garage reingelassen, in meinen Fuhrpark. Wahrheit tut weh, komm tu mir weh, so viele Hyänen, seh sie auf meinem Weg. Also es geht viel darum, gell? Viel um Hygiene, viel um Leute, denen man nicht mal vertrauen kann, irgendwie sowas. Viele Leute, die sie verraten haben vielleicht. Viele Leute, die ihr Vertrauen ausgenutzt haben, die Zusammenarbeit dann auch beendet haben oder sowas. Viele Fake Friends vielleicht. Darum dreht sich auch so voll der Song, ne? Sagt ja auch schon der Titel, du lügst, Bro. Und es betont er im Refrain auch extrem, extrem oft, du lügst. Jedes Mal mit diesem Schlagwort. Und das zieht sich durch den ganzen Song, dieses Misstrauen gegenüber Leuten, sowas, finde ich. Kannst in deinen Augen sehen, ich weiß, du lügst. Sie haben dich gesehen, ich weiß, du lügst. Für wie viel? Adlibs auch ganz cool. Hook hat was auf jeden Fall. Hook kommt für mich so einmal zu viel irgendwie. Also gerade diese erste Hook, diese B-Hook hätte man nicht bringen müssen, einfach weil das den Anfang irgendwie schon irgendwie zu lang zieht. Ich will ja direkt irgendwie eine Strophe hören oder sowas. Die Strophen, geisteskrank. Hook, geisteskrank. Beat, geisteskrank. Bro, es ist Genetik. Was willst du erwarten? Verraten und verkauft, sag für wie viel. Für wie viel? Du lügst, du lügst, du lügst. Schönes Ding.
Wir wissen immer noch nicht, wer lügt, aber schönes Ding. Geisteskrank. Das war Du lügst von Genetik. Ich brauche nicht viel sagen. Bro, Beat krass, Strophen krass, Hook krass, alles krass. Es ist Genetik, Bro. Comeback hat nicht enttäuscht. Ich hoffe, ihr berichtet mir, wie die Live-Auftritte waren, auch hier in Stuttgart. Die sind ja jetzt die Tage, glaube ich, live oder sowas. Karten sind, by the way, ausverkauft, glaube ich. Berichtet mir auf jeden Fall, wie die Jungs live abgerissen haben.